Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Ehrengard im Listener-Snap in DLC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was hier passiert ist, ich habe letzte Woche irgendwann noch ein bisschen Bock gehabt zu streamen und habe ein bisschen weitergepresst. Habe ich die? Ne, habe ich nicht. Warte, ich muss nochmal umstellen hier. Ich habe hier noch Vario drin. Oh, das ist der Rückwärtsgang. So, jetzt passt die Sache. Ja, ich habe ein bisschen weitergepresst. Ich gebe die Presse jetzt wieder dem Philipp weiter oben. Ja, genau. Oder du kommst, kannst eigentlich zu mir herunterkommen. Ich bin gerade am Dreschen. Also, ja, warte, dann lasse ich diese unten und dann stelle ich sie dir unten hin. Ja, du könntest ja natürlich da weiterpressen. Nein. Warum? Ich habe gefühlt alle Wiesen gepresst. Du hast keinen Bock mehr. Du kannst auch mal wieder. Nein. Doch. Ich muss Ladewagen fahren. Muss sein, oder? Ja. Ja, die große Vita. Ja, die große Vita. Dann mit der großen. Ja, die große Vita mit dem Ladewagen. Ja, die auch noch. Aber du hast trotzdem noch eine. Okay. Aber nur die große mit dem Ladewagen, gell? Ja, und die über den Hof, die habe ich auch schon angefangen. Oder du willst die pressen, mir ist gleich. Die wollten wir eigentlich. Egal, dann sammelt die auch. Ja, nee, du kannst dir gerne pressen, weil ich hab selber schon angefangen da zu pressen. Ach so. Deswegen. Ja, nee, sammel den Rest, komm. Ist doch wurscht. Egal. So, Jungs, komm ich hier raus? Ja, ne, ja. Komm ich da. Jetzt müssen wir hier hochziehen. Mit dem Jugendsteier. Können wir hochschalten? Können wir, bringt uns viel? Eher nicht, mei. Was will ich denn machen, ne? So. Immer leider durch den Buschen durch. So, jetzt können wir aber runterschalten. Allrad kommen wir aus, brauchen wir jetzt auch nicht. So, dann sammeln wir mal. Ich glaube, jetzt hat sich die Drescher gut abbezahlt mit 20 Stunden. Ja, das hat bei uns selten einen Drescher gehabt. Haben wir? Ne, der ist jetzt mit Drescher fertig, ne? Glaub schon, glaub ja. Müsste sein. Man kann nochmal Radio machen. Oh, drüber geschossen. So, diesmal mal unten fertig, schon, dass ich das ja nicht vergesse. Also ich muss. Ist das meiner? Ja. Ich bin in meinem. Ah ja, stimmt. So, wo steht jetzt die Presse? Unten. Bei unserem Feld, wo wir neu gekauft haben. Feld 3, nee 4. Nee. Doch 4. Oder? Warte, dann muss ich hier. Ja, doch, Feld 4 ist es. Also bei unserem Hof unten. Ja, warte. Oh, Baum! Stein! Da steht sie. So, machen wir mal hier. Nein, nee, warte. Kurz hier rausfahren, dann kann ich es machen. Ja. Ja, wo muss ich jetzt noch pressen? Die eine, die Wiese oben, beziehungsweise bei Feld 1, Wiese 1 hinten, die obere am Hang. Und ja, na, hast du es eigentlich. Ah, ist ja wert. Oh, leck, oder wegen Spitz. Die Wiese über unserem Hof und das war's. Ja, nee, nicht über unserem Hof. Die bei Feld 1 oder Wiese 1 hinten. Die muss noch. Ich hab bloß unten. Muss noch oben links. Kann nicht original. Ich weiß nicht. Oh. Also mal, wenn er ablädt. Du, jetzt haben wir ein Problem. Warum, Mann? Ich hab Bäume da. Ich hab mich festgefunden. Was? Achso. Ja. Warten Sie. Ich kann Ihnen da vielleicht helfen. Also, das war auch die falsche Taste. So. Die Hilfe müsste bereit sein. Okay. Da ist ja gut. So, wir drücken uns da wieder hinten rein. Aufpassen, dass wir weit genug rechts bleiben, damit der Trigger auch funktioniert.
So, wir können Abla. Hallo. Der war noch nicht der Gang draus. Ja. So. Leeres Red Bull entfernt. Oh ja, du 2000 Euro. Als ein Euro, jetzt kann er kurz hier drin. Geht doch klar, würde ich mal sagen. Steht dann für 2. Hm? Was steht dann für 2? Für 2. An Kalka. Achso, da steht noch dein Betrag, ja. Weil dann muss man selber drüber fahren, weil der Helfer das irgendwie nicht halten will, keine Ahnung why. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen macht, kann ich dann gleich nochmal ausprobieren, aber im letzten Mal gesagt, nö. Sehe ich gar nicht ein. Überwiese 1 oder Wiese 1? Überwiese 1. Überfeld 2. Jo. Ja. Kann man auch sagen, ja. Den Hang halt einfach da hinten. So. Ach ne, warte mal. Das ist völlig okay. Aber wenn ich Flügel blinkt, ja mei. Muss ich hier rein? Zack, zack. Unten direkt eine Schwacht. Ja. Es im Warengetriebe geht es ganz angenehm hier. Ja. Schön im Low-Modus drin. Bei 22 km/h. Hab ich auch schon rausgefunden, ja, dass das. Der geht damit wieder 8 km/h hoch. Man kann auch schön Tempomat drin lassen und alles. Mhm. Uha. Kack, da bin ich auch. Kacke. Das war jetzt kacke, das war jetzt richtig kacke. Wie schön auf dem Ballen davon. Oder war der andere? Nee, ich hab mir im rückwärts, also direkt hinter mir den Ballen runtertan und ich muss jetzt rückwärts fahren. Problem hatte ich auch schon mal. Irgendwie kannst du schon vorbeidrücken. Bin weg. Wunderbar. Oh, wir sind voll. Mal wieder, da geht gut was runter. Muss man wirklich sagen. Wenig ist das nicht. Ja, bei mir auch, ey. Ja. Ist halt doch doppelt gedüngt, gekalkt, auch alles, also du. Da geht schon was. Ja, ich denke, ich habe immer so viel zu tun, dass wir immerhin nach dran kommen, meistens. Ja. Aber okay, wir haben auch Missionen gemacht, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, ohne, wenn wir jetzt keine Missionen machen würden, ich glaube, dann würde es gehen, dass wir nicht in den Dach kommen, Mensch. Könnte gut sein. Weil die haben doch, also die Gülle-Mission, da haben wir eben schon gut Zeit gezogen. Da weil ich da ja auch Gruschen der selber gefahren bin. Du leg. Jetzt hat's mir aber geschoben. Ey. Was ist die Ballenpresse oder bergab? Ja, bergab in der Kurve, voll bremsen. Steckst du nicht drin?
Beim nächsten Mal machen wir wieder bloß Gras, oder? Ja. Ich glaube, Heu haben wir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, Zeit lang genügend. Ja, wenn die Pilme was. Ja, wenn unsere Kühe mal Mischstation drin haben, die reicht schon eine Weile. Zwar jetzt auch nicht ewig, aber. Ich glaube, es sind jetzt noch 45.000 Liter drin, wo ich reinguckt habe vorhin mal. Ah, du hast auch alle Ballen nach vorne verlagert. Ja, weißt du, das ist schon immer ein bisschen. Da reinpackt dann wieder und ja. Deswegen habe ich die alle direkt nach vorne reingeschmissen. Na, passt das. Ich muss ganz kurz den Pomat reinmachen, weil. Ey, mein Stuhl. Au, oh, der ist oben. Das war jetzt so nicht gewollt. Ach, und die Zeitlichten sind ja auch schon weg. Ja, ja. Sind alle weg an der Wege. Ah, so gut wie alle. Lol. Wir brauchen wieder Mischre. Silage, Alter. Naja. Wir müssten fast meitern sind. Mais? 8180 Schneidwerk? War da was? Es lag nicht an mir! Ne, wieso an dir? Ja, weil du jetzt gerade bist. Ja, nee, da war nur was mit Häckseln und so. Du wolltest mich aufziehen, ich hab's genau gewusst. Ich hab's ja an deiner Stimmlage habe ich's gehört. Nee. Ich verändere meine Stimmlage nie. Ah ja. Sagst du jetzt. Ja. Und ich andere Freunde fragen. Was? Egal. Ja, das, ja doch, das muss noch alles reingehen. Das wo oben flackt. Ja, wenn da ein bisschen was liegen bleibt, dann fährt man halt dann später. Aber Moment mal, ist da hinten auch schon alles leer neben dem Silo? Ja, ich glaube, es ist alles weg. Alles nee! Neben dem Silo ist noch die eine, das eine Lager. Das eine. Ach so, das haben wir irgendwo, das haben wir schon leer gemacht. Nee. Das ist das letzte. Ach so, ist das Notfalllager. Von der Ader eigentlich. Das wäre eigentlich das Notfalllager gewesen, ja. Jetzt ist leer. Jetzt haben wir nur noch die im Hof für Tier. Nee, es ist noch nicht ganz leer. Ja, nee, aber wenn das in der BGA weg ist, meine ich. Da haben wir nur noch das im Hof. Ja. Ja, dann läuft der ja dann mal kurz leer. Ist ja auch nicht so tragisch. Mhm. Aber man muss tatsächlich sagen, also von so der Grafik oder vom Ding hier zum. Oder von der Optik von so den Bäumen und so weiter ist eigentlich Alpine DC schon relativ stark an 22 angelehnt, ne? Nein. Ja, schon, aber nicht ganz. Ja, aber den Bäumen größtenteils, da sieht man schon, das ist nicht Standard oder von früher. Und auch an sich die Optik, also von den Gebäuden und so weiter. Ja, aber wirklich. Ja, genau wie 1 zu 1 wie im 22er nicht, aber ähnlicher, also Zwischenstufe zwischen 19er und 20er oder 22er. Ja, die Wiesen sind halt anders, da die Bäume erwähnen. Ja. Aber die Textur jetzt nicht unbedingt gerade. Nee, die Textur. Nee. Vielleicht minimal, aber jetzt nicht groß. Wir gucken natürlich auch noch fleißig bei der Farmcon mit rein. Ja, ich schau halt Randy. Mit dazu. Weil da haben wir das Ganze halt einfach nochmal auf Deutsch und nicht auf Englisch. Eigentlich nicht so gut diese. Nix gut diese. Nee. Ich glaub, wann waren die eigentlich? Ich hab das gar nicht mitbekommen, dass die. Das ist gestern also die Leute Donnerstag. Nee, doch. Donnerstag, Freitag, war Mittwoch auch. Am Mittwoch bis Freitag? Ich glaub schon. Also Mittwoch bis heute. Stand hier jetzt. Nein, heute ist Freitag. Was? Heute ist Freitag. Ja, heute ist Freitag. Ja, bis heute halt.
Ja, aber Stucksack ist heute Stand Mittwoch. Nee, Mittwoch bis heute Stand jetzt. Ja, ja. Also im Prinzip so war es. Hauen wir noch mal raus, das gute Zeug. Ja, noch 120 schaffen wir. 21? Nee, nicht ganz. Ja, ich habe jetzt eine gute Folie vor mir. Da kriegen wir schon noch irgendwas. Du bist noch am Pressen, oder? Ja. Eieiei, halber Öfi schon wieder. Oh, das war knapp. Alter. Schon wieder an der Kreuzung, ey. Nee, nee, nee. Also schneller gehen wir über unsere Wiese? Nee, oder? Nee. Glaub nicht. Ich kaufe jetzt mal einen Traktor, ne? Was? Jo. Ja. Das Geld jetzt putschen wird. Was? Alles los? Heider war verpasst. Ja, den Zug war. Nee, der war noch nicht da. Oder? Den hätte ich gesehen, doch. Du bist richtig klein. Schwott. Das geht schon. Wie ein Retrack hätte ich gekauft. Ja. Ja, da hat man doch gar nichts da. Hä? Macht überhaupt keinen Sinn jetzt gerade. Also jetzt mal logisch gedenkt. Hat er gedacht. Uha. Logisch gedenkt. Der Deutsch könnte den Boss, was? Ah ja. Ich denke gut. Naja, direkt vorhin kann man nie genug haben, hat mir jemand gesagt. Ja, aber für was sollen wir jetzt 100.000 von Euro für den Riegetrag ausgeben? Wieso 100.000 Euro? Junge, das ist halt... 80 Euro. Ja, ist doch fast das gleiche. Nein! 82 und 100.000 ist ein Unterschied von 20.000. Nee. Berechnen kann es klar im Vorteil. Nicht immer. Denken wir mal.
Drehen das hier oben die Linie noch umeinander. Hallo? Hm? Irgendwie, das wird nichts, du. Was denn? Pack der Steirer ab. Ich stehe am Berg und geh vorne in Luft. Ja. Und auf dem Tower steht 0. Jetzt bin ich drum. Hast du wieder Gewichtswanze? Doch, hab ich. Aber wieso lupft's denn dann? Ja, weil ich ganz an der Stelle gestanden bin. Achso. Warum lupft denn dann? Ah ja. Egal. Ruhiger ist nach wie du. Kurz Zeit, Lili machen. Ja, aber Vollgas. Alles wird auf jeden Fall richtig Bock im 22er dann mit Gangschaltung. Mhm. Vor allem, das soll ja dann auch Wahlrücken getrieben und so weiter alle scheinbar sein. Oder bei Steyr CVT oder so, da kommt jetzt auch die Traktor drauf an, welche Marke. Ja, CVT Getriebe. Doch, stand auch dran. Ja, ich weiß schon. Aber wenn das wirklich so kommt, wie wenn man das, die Fahrverhalten wirklich so ist wie in Real Life, kaufe ich kein Steyr. Nee, das ist mein völliger Ernst. Because er zieht nicht schlecht, das ist, wenn ich sagen würde, er zieht nicht schlecht, das wäre gelogen. Jetzt, ja. Aber auf der Straße, bis der auf Burschen kommt, dauert's eine Weile. Eine Weile ist gut gesagt. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem mit der heutigen Folge auch schon fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Nee, hab ich keinen Bock. War beim letzten Mal schon nicht, das geht nicht. Ein durchschweres Träumchen, du kannst doch auch keinen Cent. Und den roten Knopf drauf werden, falls du die digitalen Glocke aktivieren, dann würde nichts mehr verpassen, das war von mir. Dann war ein Speedrun. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge auf der Ehrengard, immer das Zeit hin, DEC zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.